Der Tanz der Marktfrauen ist der Höhepunkt des Straßenfaschings in München. Er findet jährlich am Faschingsdienstag um 11 Uhr auf dem Viktualienmarkt statt. Geschichte: Zu Beginn des 20. Jahrhunderts verkleideten sich die Marktfrauen und tanzten vor ihren eigenen Ständen oder mit Marktfrauen der benachbarten Verkaufsstände in das Fasching sende. Erstmals erwähnt wurde der Brauch in den 1950er Jahren. In den 1980er Jahren wurde der Tanz auf eine Bühne im Biergarten des Marktes verlegt. 1987 wurde die Tradition in größerem Rahmen wiederbelebt. Auf der Bühne präsentieren sich seitdem jeweils 12 Marktfrauen mit dem amtierenden Oberbürgermeister und der Nahela. Aktuelles: Die am Markttanz Beteiligten üben die Choreografie schon 4 Monate im Voraus ein und treten jedes Jahr in fantasievollen und selbstgestalteten Kostümen auf, die sich auf das Marktgeschehen beziehen. Seit 2004 trainiert Christian Langer als ausgebildeter ADTV-Tanzlehrer die Marktweiber in ihren Tänzen. Die letzten Male stellte der P-Shore-Keller die Proberäume zur Verfügung. Der Tanz der Marktfrauen und das Faschingstreiben am Viktualienmarkt ziehen Tausende von Besuchern an.